Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Ich bin, oh welch Wunder, offscreen ein bisschen fleißig gewesen. Und zwar habe ich ein bisschen was gemacht und hoffe, dass ich jetzt nichts vergesse. Also, erstmal habe ich ein bisschen mehr Kohle als vorher, weil ich nochmal ein paar Hilfskerne, Accessoires, Ausrüstungsteile und sowas verkaufen war. Also einfach mal ein bisschen ausgemistet habe. Das hat jetzt nicht zu einer erhöhten Entwicklungsstufe geführt, aber zu ein bisschen mehr Kleingeld. So, dann habe ich bei den Charakteren, dadurch, dass ich ja jetzt den dritten Slot für meine Spezialklingen freigeschaltet habe in der letzten Folge, hier natürlich Cora mit eingesetzt. Das wird jetzt wenig überraschend sein. Hier ist Nim wieder mit drin, weil ich jetzt für Nia und für Rex jeweils drei Spezialklingen auch habe. Das geht also ganz gut auf. Und hier ist natürlich Thora noch mit Poppy unterwegs. Dann habe ich mir tatsächlich einen Notizzettel angefertigt mit den Sachen, die ich in diesen Harmonieringen noch für meine Klingen freischalten kann. Das heißt, ich kann jetzt, ohne immer ins Menü zu müssen, mir einen groben Überblick darüber verschaffen, was ich so alles machen muss, um weitere Harmonie-Dingspunkte da freizuschalten. Und ich glaube, das, was ich eigentlich am einfachsten und unkompliziertesten bekommen kann, das sind diese ganzen Sachen, besiege so und so viele von dem und dem Gegner in einem Gegnern in einem bestimmten Gebiet. Davon gibt es einige für fast alle Klingen. Frage ist, soll ich sowas in Zukunft offscreen machen oder wollt ihr damit dabei sein? Also ich würde gerne für ein, zwei Sachen das heute schon so ein bisschen auch machen. Ich meine, vielleicht finde ich unterwegs ja dann irgendwie noch die ein oder andere neue Ecke oder so, keine Ahnung. Dann, bevor ich es vergesse, habe ich meine Ausrüstung nochmal ein ganz kleines bisschen angepasst. Nicht bei allen, aber Nia, ich zeige euch das mal ganz kurz. Nia hat jetzt zwei Sachen, weil ich hatte ihr provisorisch immer irgendwas mitgegeben und ich da finde, dass das, was sie jetzt hat, ein bisschen mehr Sinn macht. Sie hat nämlich einmal die Wutminderung jetzt drin und sie hat jetzt hier den Boost für Heilungstechniken, was glaube ich bei ihr ganz sinnvoll ist. Und ich habe nämlich ursprünglich mal bei Thora und bei Poppy geguckt, ob ich irgendwas Wutsteigerndes finde. Das Problem ist, ich habe zumindest nichts Hochleveliges für Thora gefunden. Deswegen habe ich ihm jetzt mal noch so ein bisschen was an KP-Boost mit reingegeben, damit er ein bisschen widerstandsfähiger wird. Aber ich habe nur aus der Kategorie Seltenheit 1 Zeug gefunden und ja, warte da einfach auf den Moment, wo ich ein bisschen was Besseres finde. Bei Rex ist alles beim Alten geblieben. Und bei den Klingen bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, die haben ihre Sachen erstmal behalten. Ach siehst du, ich bin kurz in dem Menü hier drin gewesen und habe dann aber aufgehört, weiter zu gucken. Das muss ich irgendwann nochmal optimieren. Wobei bei irgendwem, ich glaube, Nim, das hier habe ich Nim gegeben. Und dann war ich nämlich in dem Menü und dann dachte ich mir, boah, die Liste da unten ist mir viel zu unübersichtlich. Ich gehe jetzt mal rüber und verkaufe Zeug. Und dann hat wieder eins zum anderen geführt und dann habe ich hier nicht mehr weitergemacht. Also das hier ist noch nicht so ganz optimal, aber das werde ich dann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal aufgreifen. So, dann habe ich natürlich wieder ein paar Kommentare gelesen zum jetzigen Zeitpunkt. Heute beginnt übrigens eine neue Aufnahmesession, deswegen bin ich gerade so ein bisschen im Zusammenfassungsmodus. Jetzt aktuell ist Part 44 online. Ich habe den einen oder anderen Hinweis noch mitgenommen, zum Beispiel, dass ich, wenn ich den DLC-Content aus dem Torna-DLC, da soll es irgendwie einen Code geben. Das liegt noch verschweißt bei mir im Regal. Also ich habe das noch nicht aufgemacht. Ich werde das aber wahrscheinlich für die nächste Session tun. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich darüber irgendwie einen Code eingeben, der mir dann auch für die laufende Hauptmission Zusatzcontent anbietet. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich darauf verzichten soll, wenn wir vielleicht unterwegs jetzt schon ein bisschen was mitnehmen. Also nur, dass ihr das auch mal gehört habt. Und ansonsten, ja, es gibt hier neue Gesprächspartner. Die habe ich mir natürlich jetzt nicht gegeben, weil das will ich mit euch zusammen machen. Was ich aber gesehen habe, und das will ich jetzt ganz schnell abfrühstücken, bevor ich das vergesse, ich konnte hier nämlich eine Besitzurkunde erwerben. Weil ich bin so ein bisschen durch die Läden geschlendert, habe geguckt, ob ich auch irgendwo Geld noch verbraten will. Und guck mal hier,
hier gibt's plötzlich eine Urkunde und meine Laufgeschwindigkeit wird erhöht. Also sagen wir doch nicht nein, oder? Was wären wir nur ohne die erhöhte Laufgeschwindigkeit? Das freut mich auf jeden Fall sehr. So, und ansonsten, ja, könnte man jetzt noch überlegen. Ach, weißt du was, ich überlege nicht. Ich kaufe jetzt einfach mal alles auf 2 hoch. Ich habe übrigens nicht vergessen, dass es in Torigoth noch dieses 500.000 Euro, hätte ich gerade fast gesagt, dieses teure Teil da gibt. Also habe ich im Hinterkopf. Ich habe jetzt hier bei diesem, wie heißt denn der, bei dieser Handelsstelle, genau, da habe ich auch noch ein bisschen was verkauft, aber nicht viel. Ich finde, der hat auch relativ wenig Geld abgeworfen, also zumindest für die Komponenten, die ich so mit mir geführt habe. Keine Ahnung, ich freue mich gerade sehr über die Urkunde. So, hier haben wir beim letzten Mal alles eingekauft, bevor ich jetzt hier weiterlaufe. Das ist auch noch so ein Punkt, muss ich mich auch noch dran gewöhnen, aber die Taschen. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt irgendwas drin ist aktuell. Ey, das ist ja mega der Fail gewesen, ne? Wie ich zuletzt hier Stunden und Minuten miteinander verwechselt habe. Also, sorry dafür. Ich weiß auch nicht, was da schon wieder los war. Ich habe so viele Kommentare bekommen, dass hier von Stunden die Rede ist und nicht von Minuten. Ich habe es verstanden. Ich gelobe Besserung, okay? So, ich habe aber auch, fällt mir gerade ein, noch das ein oder andere, warte mal, wie lange brauchten das noch bei Rex? Also gerade bei Parzival war das extrem, der braucht jetzt, glaube ich, noch 2 Sachen, die er freigeschaltet kriegt, wenn ich jetzt hier das richtige Zeug in die Tasche lege. Also das muss ich dann, wenn der Moment wieder gekommen ist und ich nachfülle, muss ich das nochmal mit meiner hoffentlich hilfreichen Liste dann abgleichen. So, jetzt gucken wir aber erstmal, was die Leute jetzt zu erzählen haben. Hallo Nadine. Was sagst du, der Anführer der Garfons-Söldner ist tot? Ich bin auch Söldnerin und kannte Vandom. Als ich frisch dabei war, hatten wir den Auftrag, einige Dexen zu erledigen. Dabei habe ich einiges von ihm gelernt. Zum Beispiel, dass einige Feinde immun gegen Meisterkombos sind und dass manche Schwachstellen haben. Ich bin von Natur aus eher der Typ für die Brechstange, aber Vandom hat mir strategisches Denken beigebracht. Da haben wir einen ganz großen Mann verloren. Boah, ich glaube, du sprichst da sowas von für uns alle. Und kaum rede ich davon, dass ich meine Taschen im Auge behalten muss, da ist Tora auch schon wieder voll dabei. Ich muss mal ganz kurz jetzt auf meinen Spickzettel gucken. Ja, genau, Poppy ist nämlich eine von diesen Spezialklingen. Bei ihr brauche ich noch 2 Instrumente, damit... Nee, das war, ich glaube, das war sogar Poppy, das war nicht Parzival. Auf jeden Fall ist das bei ihr relativ klar definiert, dass sie aus dieser Kategorie etwas benötigt. Hat sie da einen bestimmten Favoriten? Komme ich irgendwie rechts ins Menü rein, um mir anzugucken, was das Herzchen ist? Ich glaube, das Herzchen soll einfach nur die Lieblingskategorie insgesamt beschreiben. Ne? Ich gebe jetzt hier einfach irgendwas rein. Research is progressing. Und hoffe, dass das irgendeine Wirkung zeigt. Ja, es sind 2 Stunden. Jetzt habe ich es auch mal verstanden. So, also ich habe so viele Kommentare dazu bekommen. Guck mal, da ist nämlich die Sprungkraft. Aber ich glaube, wenn sie jetzt noch eine Sache bekommt, dann hat sie schon wieder was Neues gelernt. Also bei ihr waren es 2 Sachen. Ich muss das jetzt ganz kurz mal hier auf meiner Liste noch aktualisieren. Das wird jetzt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nervig sein, aber insgesamt sparen wir halt trotzdem Zeit mit dieser Liste, weil ich dann eben nicht so oft ins Menü hopsen muss. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. So, warte mal, hier bin ich vorhin gar nicht gucken gewesen. Ja, hier könnte man jetzt auch noch ein bisschen aufstocken. Also, ganz ehrlich, sollte mein Geld vielleicht auch beisammenhalten, aber nö, kann ich nicht. Außerdem werden wir wahrscheinlich von Ort zu Ort immer mehr kriegen. Und ich will natürlich auch die Entwicklungsstufe, genau, die will ich natürlich auch noch weiter erhöhen. Also insofern wäre das jetzt blöd, glaube ich, sich hier zurückzunehmen. Oder Valeria, was sagst du? Du siehst aus, als hättest du was zu erzählen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ich mich über die steigenden Lebenshaltungskosten beschwert habe? Ja, du warst so mit die Erste, die wir hier angetroffen haben, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, was die wirtschaftliche Situation hier
in dieser Stadt angeht und eben auch die Lebensumstände der Leute. Nein, na auch egal. Jedenfalls hat mir mein Sohn ein paar Dinge erklärt. Konsumgüter müssten billiger werden, je weiter die Entwicklung von Uraya als Nation voranschreitet. Je mehr wir kaufen und verkaufen und je mehr Probleme wir lösen, desto weiter werden wir uns verbessern. Ich kann in meinem Alter nur wenig helfen, aber ihr Jungspunde könnt einen riesigen Beitrag leisten. Ja, wir tun auch unser Bestes. Guck mal, genau das Thema hatten wir gerade. Genau das, gute Frau. Und genau deswegen laufe ich jetzt nochmal durch die Läden und gucke, wo ich noch ein bisschen Geld reinballern kann. Diese Kategorie hier wird irgendwann interessant, wenn wir Rock freischalten als Spezialklinge. So, was gab es bei dir nochmal, mein Gutster? Ein bisschen was an Fleisch. Oh, das ist so traurig. Ich werde diese Kategorie immer mit Random assoziieren. Immer. Ich bleibe jetzt einfach mal konsequent und werde dort, wo es nicht ultra überteuert ist, einfach mal alles auf 10 hochkaufen. Habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht noch auf die Entwicklungsstufe 3 kommen könnte. So, hier gehen wir dann auch auf die 10. Boah, jetzt habe ich schon wieder fast das ganze Geld verbraten, was ich gerade durch die Verkäufe noch reingeholt habe, aber ist mir egal. So, dann hätten wir das auch geklärt. Dann gucke ich nochmal ganz kurz hier, aber ich glaube, hier werde ich erstmal nichts kaufen. Wobei ich mir das offscreen eigentlich auch meine Ruhe angucken wollte, aber das ist alles nur Seltenheit 1. Ey, nee, ganz ehrlich, hierfür will ich kein Geld ausgeben. Oh, was hatten wir hier nochmal? Ist hier irgendwas Neues mit dazugekommen? Nee, ich will, dass ich überall eine Steigerung habe. Ich könnte jetzt nochmal bei jedem Einzelnen irgendwie abwägen, aber ich glaube, das habe ich zumindest grob beim ersten Besuch hier gemacht. Es muss fürs Erste reichen. Hallo, Ruban. Random hat es erwischt, ja? Die guten Männer sterben wirklich jung. Was wohl ohne ihn aus den Gaffons-Söldnern werden wird? Das sind alles talentierte Leute, aber Vandam war die treibende Kraft für deren ganze Lebensweise. Es wäre eine Lüge zu behaupten, dass ich mir keine Sorgen um sie mache. Vielleicht möchtest du in die Fußstapfen treten oder so, ich weiß nicht. Aber Vandam kann sowieso keiner ersetzen, aber boah, für die wird das mega der Schock sein. Also ich glaube, da könnte eine relativ traurige Cutscene auf uns zukommen, wenn ich da einmal rübergehe. Na gut, aber das werden wir heute noch sehen. Ich habe mir nämlich fest vorgenommen, weil ich jetzt so ein bisschen hier die ein oder andere Ecke nochmal cleare, sage ich mal. Was war denn mit Olivia nochmal? Ich habe vergessen, was dieses Pokalsymbol mir sagen wollte. Was ging bei dir? Mein Nopon-Schachbrett ist kaputt. Das ist, glaube ich, neu. Warte mal, es war so, dass bei diesen Pokalsymbolen keine Sterne eingezeichnet waren. Kann das sein? Ich habe es erst neulich auf der Straße gefunden mit etlichen Dellen drin, aber nun ist es wohl komplett hinüber. Naja, wenigstens hatten wir eine Menge Spaß damit und bezahlen mussten wir dafür auch nichts. Auf jeden Fall werde ich mir nicht davon den Tag verderben lassen. Angeln macht auch Spaß, aber mein Freund wird ganz schön traurig sein, für den war Schachspielen nämlich immer das Größte. Ich werde versuchen, einen riesen Fisch an Land zu ziehen, vielleicht heitert ihn das ja ein bisschen auf. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Bin verunsichert, weil der Stern da nicht zu sehen war. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier schon kannten. Kein Plan. So, ich glaube, diese Kiste... Nee, die habe ich gar nicht übersehen. Ich habe in irgendeinem Kommentar gelesen... Vielleicht war das aber auch... War das irgendeine andere? In irgendeinem Kommentar habe ich gelesen, ey, du hast da eine Kiste übersehen. Und ich meine, dass das die war. Aber ich meine auch, dass ich dann später da auch hingeschwommen bin. Aber gut, hat uns jetzt nicht so viel Zeit gekostet, alles cool. Aber ich weiß, dass ich definitiv eine Kiste an einer anderen Stelle ausgelassen habe. Und da würde ich mich gerne ganz kurz mal hinporten, in der Hoffnung, dass sich das auch lohnt. Ach, aber warte, hier oben gab es noch Ansprechpartner. Die will ich jetzt nicht außen vor lassen, weil da habe ich auch den ein oder anderen Stern gesehen. Ja, guck mal hier. Hier geht's ordentlich ab. Hallo, Faviola. Gibt's was Interessantes zu erzählen? Es gibt da eine Sache, die habe ich lange nicht gewusst. Solange ein Kernkristall intakt ist, kann erneut ein Meister mit ihm resonieren. Die betreffende Klinge verliert zwar alle Erinnerungen an ihre frühere Existenz, sieht aber wieder wie früher aus. Das erneute Resonieren ist allerdings erst nach etwas Wartezeit möglich. Zuerst muss der Kernkristall seine normale Farbe wiedererlangt haben. Okay, und genau darauf warte ich jetzt wahrscheinlich bei den Kristallen, mit denen ich jetzt aktuell noch nicht resonieren kann. Ich freue mich aber auf den Moment. Wie habe ich denn vorhin den Dogant da oben übersehen?
So, hallo Abdel. Vor kurzem sind ein paar von diesen Thoma-Typen in der Stadt aufgetaucht. Ich hatte überlegt, sie zu schnappen, aber ganz allein wäre das ein hoffnungsloses Unterfangen gewesen. Die sind jedenfalls unheimlich mobil, wenn sie überall so plötzlich auf der Bildfläche erscheinen können. Es muss an ihrem flotten Schiff liegen, kein Titanenschiff übrigens. Irgendwie sah es wie etwas aus einer vergangenen Ära aus, mit einer in Vergessenheit geratenen Technologie. Okay. Ich glaube, das könnte gar nicht so unwichtig sein, was er uns gerade erzählt hat. So, Popono, bei dir waren wir schon mal. Ich bin mir gerade noch nicht sicher über diesen Sprungpunkt da hinten wahrscheinlich. Ah, hier konnte ich nicht rüberjumpen. Ich erinnere mich dunkel, dass ich da schon mal stand und genau das gleiche Problem hatte. Aber es wäre gelacht, wenn wir dafür nicht eine Lösung hätten. Und die Lösung heißt, einfach einen anderen Weg suchen. Aber ich werde... Oh, dieses Logo ist so toll. Das löst irgendwie voll das Erfolgserlebnis aus. Ich möchte das gerne irgendwann bei jedem Händler haben. Das ist das Ziel. Vorher ist das Let's Play nicht zu Ende. So, hallo Dogant. Was? Poppy-Abhörmodus aktivieren. Aber Meisterpon-Abhörmodus ist illegal. Wenn Meisterpon Informationen will, kann Poppy einfach höflich fragen. Warte schon mal in Mont Ardain. Ich bin vor langer Zeit mal kurz da gewesen. Ich spiele zwar keine große Rolle in unserem Adelsgeschlecht, aber mit meinen Eltern bin ich viel gereist. Der Verfall des Titanen von Mont Ardain hatte seinerzeit schon begonnen. Am Lebensende eines Titanen steigt die Temperatur an der Oberfläche und die Pflanzen verdorren. Wer würde freiwillig an so einem Ort leben? Von Uraya kriegen mich keine 10 Amas weg. Ich würde von Uraya auch keine 10 Amas wegkriegen. 15 vielleicht, weil ich dann zu schwach bin und mein Widerstand nicht mehr fruchten würde. Aber nein, ich hätte auch gegen 10 keine Chance. Ich bin realistisch. Hallo, Vask. Irgendwie wusste ich, dass du einen Stern hast. Hallo, wie läuft's? Ach, dieser bescheuerte Chefkoch. Was würde er nicht... Ich würde nicht schnell genug abwaschen und schälen, diese Ratte. Man gebe mir eine Axt anstatt des Schälmessers, dann zeige ich mal, wozu ich alles imstande bin. Aber so schnell werfe ich das Geschirrhandtuch nicht. Nicht solange die entzückende Königin Rakwara keine Gelegenheit hatte, sich von meiner Kochkunst zu überzeugen. Ach ja, das war im ersten Gespräch, war das schon sein Traum gewesen, ne? Sie irgendwann mal bekochen zu dürfen und so. Finde ich eigentlich ganz cool. So diesen Wunsch, weil ich glaube, das ist nicht unerreichbar, aber schon irgendwie anspruchsvoll. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen an. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Ach, wir hatten auch... Warte, am Ende der letzten Folge habe ich auch noch eine Nebenquest hier gesehen. Warte, ich muss jetzt... Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Bevor ich heute auf Aufnahme gedrückt habe, hatte ich das nicht mehr auf dem Schirm. Das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen. So, aber hier irgendwo... Nee, wie war denn das nochmal? Wie kam ich denn da jetzt nochmal nach oben? Moment, so auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber was war nochmal der richtige Weg? Boah, mein Magen knurrt voll. Dabei habe ich jetzt eigentlich gar nicht so einen dollen Hunger. Hä? Okay, das ist gerade mega peinlich, weil irgendwann war ich da oben schon mal. Aber das liegt jetzt für mich auch wieder einige Tage zurück. Ich finde einen Weg. Und wenn ich das jetzt hier auf diesem Wege nicht schaffe, aber ich glaube hier, doch, hier werde ich richtig sein, dann hätte ich jetzt gesagt, ich setze zu einem kleinen Cut an. Aber das ist nicht nötig. Es sei denn, ich falle jetzt runter und darf die ganze Route gleich nochmal ablaufen. Aber ich bin mal so zuversichtlich und behaupte, dass das nicht passieren wird. Achso, nee, ich dachte, das wäre der Gerüchtehändler. War der nicht hier irgendwo in der Ecke? Ich glaube, ich bin da jetzt irgendwie schon vorbei. Stand da gerade jemand? Nee, das war der Aufwind. Ist das der richtige Aufwind hier? Ich glaube, das ist der falsche, aber ich... Theoretisch könnte ich den jetzt auch aktivieren, weil hier... Hier ist der mich jetzt zu dem Nopon bringt. Hier hatte ich irgendwie Nadeshiko oder... War das beim letzten Mal auch schon Stufe 3? Ich bin gerade etwas überfragt, weil ich mir nicht sicher bin. Ob wir hier... Ach, da oben, guck mal, da ist der Gerüchte-Heini. Ich guck mal, dass ich mir jetzt Stufe 3 Wind irgendwie einverleibt kriege. So, ich glaube, das sollte dann jetzt hoffentlich passen. Hier brauche ich halt, wie gesagt, nicht Stufe 3, aber für die andere Seite gleich. Aber es würde gar keinen Sinn ergeben, wenn ich beim letzten Mal...
Okay, es ergibt tatsächlich keinen Sinn. Warum bin ich da beim letzten Mal nicht schon hochgesprungen? Weil die Anforderungen hier einfach viel niedriger sind. Okay, werde ich scheinbar irgendwie übersehen haben. Schlösser knacken habe ich aber. Oh, dieses ganze Klingen hin und her gewechselt. Ich weiß gar nicht mehr, über wen das kam. Das muss aber über irgendeine Hauptklinge gewesen sein. Warte mal, ich gucke mal eben ganz kurz. Das wird wahrscheinlich jetzt nur ein Tausch sein, der hier erforderlich ist. Wenn ich jetzt die Shiko zum Beispiel rausnehme und Cora wieder rein. Genau, Cora hat nämlich Schlösser knacken. Da muss ich jetzt hier einmal nur kurz tauschen und gleich auch für den anderen Aufwind. Aber dann lohnt sich das jetzt hier wenigstens, hoffentlich. Bitte, Spiel, ich kneif gerade meine Augen zusammen und gucke dich eindringlich an. Jawoll! Ich habe einige Kernkristalle gesehen und über Kohle freue ich mich aktuell ja sowieso immer. Aber sag mal, wenn ich hier jetzt noch nie war, habe ich hier eventuell irgendeinen Ort, an den ich hinspringen kann, wo ich vorher nicht rankam? Ich würde sagen nicht, ne? Ach, und dann habe ich noch einen anderen Hinweis bekommen. Den habe ich mir komplett gar nicht... Doch, den habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe nur noch nicht meine Liste abgearbeitet. Aber diese riesige Treppe... Da hätte ich rüberjumpen können. Diese riesige Uraya-Treppe. Wisst ihr, was ich meine? Wo ich dachte, dass dann irgendwann eine geheime Brücke mich vielleicht darüber bringt. Aber das soll auch so schon gehen, wenn man den Sprung richtig timet. Und ich kann mich da scheinbar jetzt auch schon hinporten auf die andere Seite. Das will ich mir heute auch unbedingt angucken. Ich habe heute irgendwie gefühlt so viel zu tun, dass ich wahrscheinlich heute wieder nur die Hälfte schaffen werde von dem, was ich mir vorgenommen habe. Komm, deswegen hier ein bisschen Tempo. Nadeshiko, wo bist du? Nadeshiko, mein Schätzelein, du bleibst immer meine Herzensstandardklinge. Forever and ever. Wer war denn eure erste Klinge eigentlich? War das bei euch auch so, dass ihr die erste irgendwie voll mochtet? Weil das am Anfang halt auch noch so ultra aufregend ist, ne? So ein Kernkristall zu resonieren und man kennt halt die Animation auch nicht und irgendwie ist alles so spannend halt, ne? Oder Popono, was sagen Sie dazu? Extra bin ich jetzt nochmal den ganzen Weg hier lang gelaufen, nur um zu dir zu kommen. Haben Freunde von Dieb Yam Yam gehört? Ist Nopon Dieb bei Jungpon sehr beliebt? Popono hat gehört, dass Yam Yam sogar in Uraya aufgetaucht ist. Yam Yam steht von Reichen und gibt Schätze Armen. Yam Yam scheint jetzt aber nicht mehr in Uraya zu sein, ist wohl weiter gereist. Popono findet spannend, dass Dieb nicht nur in Geschichten, sondern wirklich gibt. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr so sicher, ob wir dem schon mal über den Weg gelaufen sind. Aber ich behalte es mal im Hinterkopf. War vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich jetzt hier mal mit ihm geschnackt habe. So, 10.000 Sachen wollte ich machen. Womit fange ich denn jetzt an? Ich würde sagen, dadurch, dass ich glaube, ich jetzt nicht so weit von der Treppe entfernt bin, würde ich mir das mal angucken. Wobei ich mir eigentlich die spannenderen Sachen eher fürs Ende aufhebe. Wobei, warte, ich glaube, ich bin ein bisschen schneller, wenn ich mich jetzt porte, oder? Ach, und das gibt's auch noch. Oh Mann, ey. Nee, ich gehe jetzt erstmal zu der Nebenquest. Weil da ist die Gefahr einfach größer, dass ich die komplett vergesse heute. Ich muss heute alles abarbeiten, wo ich gefährdet bin, das links liegen zu lassen, wenn ich das jetzt nicht erledige. Und das mit Pilolo gehört dazu. Dieser Name. Guck mal, wie niedlich der aussieht. Wie so eine dicke Biene. Also eine niedliche, beleibte Biene. Ich finde, dicke Biene ist jetzt auch nicht irgendwie so böse. Die Nopons, die sind ja alle so ein bisschen kugelig. Professor, spät dran. Nur was ist? Haben Freunde irgendwo Professor Gutzin gesehen? Nee. Oh. Professor ist weggegangen, wollte gar von Söldnern Auftrag geben. Pilolo hat lange gewartet, aber Professor ist immer noch weg. Pilolo hat gar von Söldnern von Samyma befragt, aber Söldner wussten alle nicht, wo Professor hin ist. Professor Gutzin, was soll Pilolo nur machen? Nu, soll Tora helfen? Nu, Freunde suchen Professor für Pilolo. Also die Sache ist die... Oho, gehören Freunde etwa zu Söldnern von Garfond? Pilolo ist so glücklich, Freunde getroffen zu haben. Pilolo könnte weinen. Oh, Freunde müssen noch Einzelheiten wissen. Freunde sollen nach Professor mit Namen Gutzin suchen. Professor ist zu Dorf von Garfond-Söldnern aufgebrochen, aber anscheinend nie dort angekommen. Okay. Pilolo hofft, dass Freunde Professor finden. Hoffentlich ist Professor nicht verletzt oder so. Okay, die Titanen-Koryphäe. Sehr interessant. Ich lege das mal erstmal als aktive Mission fest.
Erforscht Titanplan war nach Uraya zu gehen, um wichtige Sachen für Titanenforschung zu besorgen. Oh, Professor Gustin Pilolo hofft, dass es Professor gut geht. Das war eigentlich jetzt wieder ein abweichender Text, ne? Aber da war kein Stern dran. Da bin ich immer so ein bisschen irritiert. So, was wollte ich noch machen? Treppe, ne? Ich war auf dem Weg zur Treppe, aber da sehe ich ein Sternchen. Ey, Domko, dich kenne ich noch gar nicht. Domko. Nee, ich glaube, mit Domko haben wir nie gesprochen, oder? Wer sind Sie denn? Haben Sie eine komische Maske auf? Sieht so ein bisschen danach aus. Oh, was macht ihr denn hier? Ich schätze, ich sollte euch danken. Im Kampf gegen euch habe ich eine wichtige Lektion gelernt. Wir haben gekämpft. Ups. Und zwar, ich habe nur verloren, weil ich die falschen Hilfskerne ausgerüstet hatte. Ich hätte einen verwenden sollen, der den Schaden durch Feuer reduziert, um die Angriffe der Aegis abzuschwächen. Und mit einer Sensortäuschung hätte ich Fernangriffen besser ausweichen können. Mit der richtigen Taktik würde ich jederzeit gewinnen, aber ich möchte das jetzt nicht dringend beweisen. Ja, alles cool. Wann haben wir denn gekämpft? Ich hatte in Uraya, an einen Kampf erinnere ich mich, wo einige, glaube ich, einen Eigennamen hatten. Da hatte ich gegen diesen Inus oder Ines gekämpft, der, wo es dann später auch diesen Grabstein gab. Vielleicht war der aus der Truppe? Keine Ahnung. Tagchen, wie ist es? Jambomo, so aufgeregt, gibt hoffentlich baldigen Krieg zwischen Uraya und Moradain. Bitte was? Gibt hoffentlich bald dicken Krieg? Also du bist ja völlig weltfremd, oder? Wird Riesengelegenheit für Agentum AG jede Menge Katschin zu machen, bis Kassen platzen. Auch wenn Krieg jetzt sofort ausbricht, wäre kein Problem. Schiffe sind schon ratzevoll mit Militärkram und Medizin. Müssen nur noch Oberporn informieren, sobald erster Schuss fällt. Okay, Chamomo. Also Niedlichkeit hin oder her. Ich glaube, du bist mir bisher der mit Abstand unsympathischste Nopon von allen, die ich hier bisher angetroffen habe. Ist Pirun gerade? Ah, die schwimmen aber alle im Wasser, ne? Guck mal, die sah gerade aus wie so ein Fisch. Das sieht voll hübsch aus. Die passt da voll gut rein. Nicht, dass ich dich jetzt zum Fisch degradieren will. Pirun, Fische sind toll. Aber ich habe mich gerade mal ein bisschen erschrocken. Hallo, Haruda. Haruda hat als Staatsbürgerin von Uraya eintragen lassen, nur um täglich Safronia-Bäume sehen zu können. Aber gibt lauter Grobiane in Uraya. Adlige und Söldner sind herablassend zu anderen. Pfui! Haruda weiß, ist selbst schuld, ist ja freiwillig hergezogen, aber ist wirklich nicht so nett hier, wie Haruda dachte. Wäre viel lieber wieder in Moradain, war alles so schick und schnieke dort. Aber kriegt sicher nie im Leben Erlaubnis, jetzt wo Haruda Bürgerin von Uraya ist. Kaiserreich würde Haruda vielleicht sogar für schlimm fiese Spionin halten. Nu, ist alles so frustrierend. Und das tut mir aber wirklich leid, weil ich weiß, dass ich Haruda beim letzten Mal so mega sympathisch fand, weil das so meine Seelenschwester war, weil sie ja alles aufgegeben hatte, weil sie es hier so schön fand und die Aussicht und alles hier so genossen hat. Und jetzt, ja, jetzt ist sie unglücklich. Das stimmt mich sehr, sehr traurig. Muss ich ja mal so ganz klar anmerken. So, ich werde jetzt mein Glück hier versuchen. Und wenn ich jetzt runterfallen sollte, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet auf der Karte, dann ist das halb so wild, weil ich mich rüberporten kann. Also so habe ich das jetzt verstanden. Könnt ihr jetzt nochmal kurz auf die Karte gucken, aber ich gebe mir jetzt diesen einen Versuch. Tora, wenn neueste Gerüchte aus Küche hören. Warte mal, du bist ein Junge oder ein Mädchen? Ja, ein Mädchen, oder? Wisst ihr, wo der Palast von Königin Rakvara... Rakura oder so. Der ist direkt hier, oberhalb vom Seewindpalast, aber das gemeine Fußwerk darf da nicht rein. Ich behalte die Fenster immer im Blick in der Hoffnung, die Königin mal zu sehen, aber ohne Erfolg. Genauer gesagt habe ich bisher überhaupt niemanden gesehen. Ist schon extrem, wie sehr sich die Mitglieder der 6 Adelshäuser von Uraya zurückziehen. Ja, warum eigentlich? Wahrscheinlich wegen der Kriegssituation, ne? Und weil alles so angespannt und gefährlich ist. Deswegen, Frieden würde allen wahrscheinlich ein schöneres Leben bescheren. Außer dem Nopon, mit dem wir gerade gesprochen haben, der sich voll auf den Krieg freut. Hallo, die Treppe da führt hinunter zum Hafen von Samyma. Manchmal taucht der Titan allerdings ins Wolkenmeer ab. Dann bleiben die Tore geschlossen und keiner kann weg. Zum Glück ist er gerade nicht so tauchfreudig, also können wir derzeit nach Belieben kommen und gehen. Man könnte problemlos zu einem anderen Titan übersetzen. Direkt nach Moradain kann man aber nicht. Die Verbindungen dahin wurden gekappt, als der Schlamassel begann. Okay, gut zu wissen.
Ja, da gehe ich jetzt nicht nochmal hoch, auch wenn es da interessante Sammelpunkte gibt. Aber hier werden wir jetzt Spaß haben. Boah, ich fühle mich jetzt wie so ein Skispringer. Wie ein Skispringer, nur ohne Schnee. So, warte mal. Muss mich jetzt erstmal positionieren. Wie springt man? Mit B. Ich habe gerade voll Angst. Deswegen könnte ich nie Profisportler werden. Weil ich in solchen Momenten einfach nicht die Konzentration bewahren könnte. Ich werde das sowas von verkacken. Verkacken. Wann muss ich denn hier genau abspringen? Hä? Ich habe springen gedrückt. Was war das denn gerade für eine Verarschung? Und diesen Sprung soll man schaffen? Echt? Das kann man schaffen? Irgendwie hätte ich Bock, das jetzt nochmal zu probieren. Aber ich habe gerade keine Lust, das jetzt hier rauszuschneiden und nochmal hochzulaufen, weil ich könnte mich auch rüberporten. Warte mal, ich gucke nochmal eben kurz. Ja, Tatsache, da ist so ein... Ja, komm, wir porten uns jetzt rüber. Man schafft das bestimmt, wenn man ein bisschen früher abspringt. Er hat auch geschrieben, dass der Sprung nicht so ganz leicht ist. Und guck mal, da ist ein neuer Phonix. Sagt man der? Nee, man sagt die Phonix, ne? Also zumindest im Plural heißt das immer die Phonixe. Da geht's ja wirklich komplett weiter. Und da könnte ich jetzt eigentlich auch hin, weil das ist nicht Hauptstory. Aber ich wollte heute wenigstens ein bisschen Hauptstory noch einbauen. Aber ich wollte jetzt auch nochmal... Ich wollte so viel machen. Na komm. Komm. Ein paar Minuten haben wir noch. Alles ist gut. Wir gucken, was wir heute noch schaffen. Eventuell packe ich da ein, zwei Minuten noch oben drauf. Und dann wird hier alles ein gutes Ende nehmen. Ich liebe diese Wesen. Ich liebe sie. Ich finde sie... Das sind die schönsten Wesen. Also die Nopons sind mit Abstand die niedlichsten, das ist klar. Aber das hier sind die schönsten. Ach so, warte, ich habe meine alten Dings noch drin. Also meine neuen. Also die ich für die Sprünge gebraucht habe. Passe ich mal eben ganz schnell an. Sollte ja nicht lange dauern. Und bei Nia kommt noch Nim mit dazu. Und dann... Übrigens ist mir mal aufgefallen, als ich offscreen... das ja alles so ein bisschen angepasst habe, dass das farblich eigentlich voll gut zusammenpasst, oder? So diese Truppe, das ist, also, ich meine, das war ja Zufall, ich habe mir das ja nicht ausgesucht, dass die Zuordnung so passiert, aber ich finde, dass auch Parzival und Pyra irgendwie farblich zusammenpassen. Achso, Cora ist ja auch noch da. Ne, Cora sticht so ein bisschen heraus. Aber passt tendenziell, finde ich, auch eher zu der Rex-Truppe. Ja, wollte ich nur mal angemerkt haben. So, hallo Bix. Na, was geht, Bixie Boy? Erzähl mal. Man sagt, dass früher alle diese Treppe benutzt haben, um nach Von Samima hinaufzusteigen. Aber seit es zu Schwankungen des Wasserpegels im Titanen kam, müssen wir über die Hinkelstraße gehen. Später wurden die Wohnviertel und die Unterhaltungsetablissements gebaut. Natürlich florierte beides. Es ist schön friedlich hier, aber manchmal kann man sich schon etwas einsam fühlen. Du bist aber auch sehr abseits, mein guter Bix. Wenn du tiefer in die Stadt vordringst oder weiter nach unten gehst, ich weiß ja nicht, was da unten so genau auf einen wartet, da ist bestimmt ein bisschen mehr Gesellschaft, oder? Tascheneffekt vorbei. Und hier wurde das aufgefüllt. So, warte mal, bei wem muss ich jetzt nachgucken? Bei Rex. Da schaue ich jetzt gleich mal, ob ich irgendjemanden habe, der noch auf irgendwas wartet. Bei Cora nichts. Bei Cora nur mal der Übersicht halber. Für Cora muss ich noch 6 Hasids in Uraya besiegen. Eine Technik einsetzen, die heißt Elektropompon. Die habe ich noch nicht. Also habe ich zumindest nicht im Menü gefunden. Ich habe danach auch geguckt. Und setze 7 Klingenkombos ein. Warte mal. Bei Pyra ist das auch überschaubar. Besiege 6 Lykosen in Gormod. Kann man eigentlich auch relativ schnell machen. Bereite 10 Mahlzeiten zu. Das muss ich auf jeden Fall tun, wenn ich das nächste Mal an der Kochstelle bin oder explizit nach Torigoth fahren. Vielleicht werde ich das offscreen machen. Dass ich 9 Mahlzeiten zubereite und euch dann für die 10. Also wenn ich mich überhaupt nach Torigoth porten kann, muss ich da mal gucken. Und die Technik Brandnova muss man bei ihr einsetzen. Keine Ahnung. Die habe ich auch noch nicht gefunden in meinem Technikmenü. So, und bei Parzival, da haben wir...
4 Getränke, die ich nutzen muss. Das heißt, es wird jetzt auf ein Getränk hinauslaufen. Bei dem muss ich, mit dem muss ich insgesamt 10 Gegner noch besiegen, 5 Wasserkraner in Uraya besiegen, 10 KP-Kapseln sammeln und 6 Dexen in Uraya bekämpfen. Also das würde mit der Zeit so oder so früher oder später kommen. Was war das jetzt? 4 Getränke. So, dann würde ich dir jetzt mal einen Mondlicht-Bananensaft sponsern. Und hoffe, dass dich das glücklich macht. Aber ich glaube, wenn die so viel miteinander quatschen, ist das prinzipiell erstmal ein gutes Zeichen, oder? Ah, guck mal hier. Ach, warte mal, ich hatte doch vorhin aber mit irgendwem anders auch einen Harmonieerfolg irgendwie noch freigeschaltet. Wer war denn das? Was habe ich denn da? Warte mal, bei irgendwem habe ich vorhin noch eine an... Ach, das war Poppy. Genau, bei Poppy müssen wir dann auch gleich nochmal gucken. Aber das kann ich dann auf jeden Fall erstmal streichen. Das ist schön. So, und dann müssen wir genau einmal noch zu Poppy rüber. Guck mal, das ist sogar was aus dem Talentebaum. Das ist fantastisch. Jetzt hat sie nämlich eine erhöhte Sprungkraft. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Sehr gut. Aber nach Torigoth müsste ich sowieso, weil ich auch mal wieder Tiger-Tiger spielen will, ein weiteres Harmonie-Ding wird nämlich freigeschaltet, wenn ich 20.000 Punkte am Automaten sammle. Das müsste ich da auch nochmal machen. Ich weiß nur nicht, ob man das auf einen Schlag haben muss oder ob das, ob man das dann auch einsetzen kann und quasi zum Beispiel auch 2x10.000 machen kann. Ich gucke gerade die ganze Zeit so an die Ränder. Weil ich weiß, dass es irgendeinen Punkt gab, als ich unten in Uraya das Gebiet durchsucht habe, wo ich nach oben geguckt habe und festgestellt habe, da muss ich, wenn ich irgendwann auf die Treppe raufkomme, mich fallen lassen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Ich weiß nicht mehr, wo das war und auf welchem Abschnitt, auf welcher Höhe das war. Und ich befürchte, dass ich das heute auch nicht rausfinden werde. Aber ich glaube, das wird weiter höher, also weiter oben gewesen sein. Keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das jetzt rekonstruiert kriegen soll, weil ich auch null Plan habe, in welcher Folge das seinerzeit gewesen ist. Also gar keine Ahnung. Wenn ihr da irgendeinen Indikator für mich habt oder so, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich meine, vielleicht lohnt sich das auch nicht, da explizit hinzugehen. Aber guck mal, ich laufe gerade genau auf das Ausrufezeichen auch zu. Aber das ist eine komplett andere Ebene. Also hier werde ich mein Ziel jetzt auch nicht finden. Aber wir gucken mal. Warte mal, ich beschleunige das mal ein bisschen, indem ich hier die Rampe nutze. Ich will nur nicht so schnell voranpreschen, falls ich hier Sammelpunkte oder sowas habe. Oh, was ist das denn hier? Wow, was für ein unfassbar schöner und idyllischer Ort. Und lass mich raten, hier geht noch nichts. Durchhaltevermögen Stufe 3. Boah. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich diesen wunderschönen Spot hier bis zum Ende des Let's Plays nicht aktiviert kriege. Weil ich hatte bisher so viel Pech, was dieses eine Attribut angeht. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man wirklich gezielt diese Harmonie-Dinger auch, also darauf hinarbeitet, die freizuschalten, dann ist das auch gar nicht so schwierig, ne? Also ich sehe das ja jetzt hier anhand der Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Das allermeiste würde ich relativ schnell bekommen. So, das ist Fakt. Warum ist denn da ein Ausrufezeichen? Ist das jetzt hier schon mein Ziel? Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Das hier ist, achso, das ist der ganze Uraya-Abschnitt. Hier ist so viel los. Ich guck mal kurz, was es mit dem Ausrufezeichen auf sich hat, weil das jetzt hier so direkt dran ist. Also sah zumindest gerade so aus. Moment, wo muss ich jetzt genau hingucken? So in diese Richtung. Jetzt ist nur die Frage, wie hoch ist das genau? Weit entfernt bin ich nicht. Ich gehe mal eben gucken, ob wir das hier und heute vielleicht aufdröseln können, weil wenn das jetzt so eine Ecke ist, wo es komplizierter ist. Nee, jetzt bin ich auf der richtigen Ebene. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, da geht heute vielleicht noch was. Und ich will unbedingt diese andere Kiste, die ich ausgelassen habe, von der ich vorhin gesprochen habe, die würde ich heute gerne auch noch holen, weil da ist die Gefahr sehr groß, dass ich das ansonsten irgendwann verpenne. Hä? Jetzt muss ich wieder runter? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Wo soll denn hier jetzt das Ziel sein?
Jetzt geht das schon wieder los, ey. Ich dachte eigentlich... Hier? Nee, jetzt bin ich aber zu weit unten. Hä? Hier bin ich gerade nicht lang. Ah, da ist Gutstin. Hallo Gutstin. Eigentlich wollte ich dich erst in der nächsten Folge besuchen. Aber dann ist es halt so. Was ist denn das da für ein interessanter Flamingo rechts? Guck mal, der sieht eigentlich voll gechillt aus. Ist alles in Ordnung? Gibt es Verletzungen? Jetzt wird alles gut. Poppy und Freunde sind ja jetzt da. Na, das wird sich zeigen. Welches Level hatten die nochmal? Ich bin gerade voll gar nicht im Kampfmodus. Ich habe bis vor ein paar mehr Minuten überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir heute überhaupt noch irgendwie zum Kämpfen kommen. Hauptsache, ich verreck direkt zu Beginn. Das kommt immer richtig gut. Also so geht professioneller Kampf. Direkt am Anfang erstmal schön sterben. Kann mich vielleicht jemand heilen? Bevor ich gleich endgültig draufgehe. Das wäre voll Knorke. Aber ich muss mit Pazzi, weil muss ich sowieso noch ein paar Dings einsammeln. Heilungskapseln. Und wenn sich das hier irgendwie ergeben sollte, guck mal, da hinten ist zum Beispiel eine. Die nehme ich gleich mit. Ich schwöre euch, nach dem Kampf wird ja wieder so ein neues Harmonieding freischalten. Ich glaube, ich habe sogar eine zweite gerade aufgesammelt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, so in die Kämpfe reinzukommen, die Anfangsphase, das ist immer so das einzige Problem im Grunde genommen. Und ich hatte auch so ein paar wutsteigernde Sachen zur Auswahl, aber das war nur Stufe 1. Und das war dann einmal nur zu Kampfbeginn, also halt so ein Effekt, der nicht über den ganzen Kampf anhält. Und dann eben auch so ein Stufe 1 Ding, wo das dann pro Sekunde irgendwie geht. Also, ich meine, vielleicht macht das trotzdem einen Unterschied, kann natürlich sein. Aber ich will immer so eher so diese selteneren Sachen meinen Leuten geben. Aber, naja. Gut, kann ja immer noch umdisponieren, wenn ich irgendwann feststelle, dass ich da einen viel größeren Bedarf habe, als ich den jetzt noch sehe. Aber es funktioniert ja. Wenn ich einmal in den Kampf reinkomme, vor allen Dingen hoffe ich jetzt, dass Mia auch ein bisschen aus dem Fokus der Gegner rausgerät. Bei ihr habe ich das ja auch durch das eine Item auch ganz bewusst befeuert. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen und habe das jetzt vergessen. Aber ist nicht schlimm. Das Wichtige ist, dass wir diesen Kampf jetzt überleben. Und dann kann ich das hier vielleicht heute auch abschießen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es noch eine Folgequest geben wird, die damit zusammenhängen wird, dass er wahrscheinlich von dem Professor irgendwas wollte. Und wir dann dabei unterstützen werden, das dann umzusetzen. Vermute ich. Ja, vielleicht kommt dann auch die nächste Mission, der nächste Auftrag direkt vom Professor selbst. Wir werden es herausfinden. Ich muss Zeug sammeln. Da, guck mal, da ist er, der Harmonieerfolg. Irgendwie ist das cool. Es fühlt sich gut an, so ein bisschen gezielter auf diese Sachen zuzugehen. Ich habe mich natürlich auch immer gefreut, wenn das so überraschend aufgeploppt ist. Aber ich finde, das hat was, das so ein bisschen geordneter zu machen, sage ich mal. Danke, ich bin euch was schuldig. Alles okay? Mir geht es soweit ganz gut. Ich dachte, ich schaffe es schon irgendwie bis zum Dorf Garfont, aber da habe ich mich wohl überschätzt. Also die Sache ist so. Was sagt ihr da? Pilolo hat euch losgeschickt, um nach mir zu suchen? Ah, dann seid ihr also auch Söldner. Welch glücklicher Zufall. Könntet ihr etwas für mich erledigen? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Wir kümmern uns drum. Mein Spezialgebiet ist die Titanenforschung. Zum Zweck meiner Forschung hätte ich gern Drachenrauch aus dem sogenannten Drachenbauch. Drachenrauch aus dem Drachenbauch. Drachenrauch wirkt Wunder, wenn es um das Zähmen von Titanen geht. Verstehe. Als ich das letzte Mal hierher gekommen bin, habe ich den Drachenbauch problemlos erreicht. Aber jetzt ist der Weg aus irgendeinem Grund blockiert und ich komme nicht weiter. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, hätte ich gern, dass ihr mich irgendwie dort hineinbringt. Roger. Ich werde im Dorf der Garfont-Söldner warten, also sagt Bescheid, wenn ihr eine Möglichkeit gefunden habt. Wird schon schief gehen. Die Aufgabe könnte schwierig sein, aber ich habe vollstes Vertrauen in euch. Okay, das ist gut. Wenigstens einer, der Vertrauen in mich hat. Hoffentlich werde ich dich nicht enttäuschen. So, aber hier bin ich irgendwann schon mal gewesen, oder? War das nicht der Aufstieg, der mich zu dem Baum gebracht hat, wo ich dann auch meinen ersten Phonex angetroffen habe? Ich glaube, das war die Route. So, aber ich wollte jetzt eigentlich auf der Karte was ganz anderes machen, bevor ich dieses Ausrufezeichen gefunden habe. Und zwar nicht in dem Bereich, sondern
Wo war das nochmal? Ihr wisst ja gar nicht, wo ich genau hin will. Aber das hieß irgendwie Warnerfälle oder so. Hä? Ich meine, das hätte eigentlich... Kann ich mich in diesen Bereich gar nicht reinporten? Oder war das Titanenschlachtschiff? Das war irgendwo... Hey, warum komme ich denn da nicht mehr hin? Also, wisst ihr welche? Ich weiß nicht, ob das 100% so hieß. Aber das muss irgendwie in Uraya gewesen sein. Gab's nicht? Es gab doch vor Garfont eigentlich noch eine Ecke, die man betreten konnte. Oder habe ich jetzt die... Ich glaube, ich habe das jetzt irgendwie verkackt. Da, wo ich die diese Wasserrutsche runtergerutscht bin, um dieses verbogene Messer oder wie das hieß, zu finden mit der geheimen Notiz. Wisst ihr, was ich meine? Da so in der Ecke, aber da komme ich jetzt scheinbar nicht mehr hin. Na gut, dann würde ich jetzt nochmal versuchen, eine andere Ecke ganz kurz anzusteuern. Das kürze ich aber ab, weil ich nicht so ganz weiß, ob das zielführend ist, was ich jetzt vorhabe. Das scheint nicht so ganz zu funktionieren. Ich wollte jetzt hier nämlich nach in den Farlane-Gewässern. Ihr erinnert euch, ich hatte das in den letzten Folgen immer mal wieder thematisiert. Es hieß nämlich, dass es hier ein Harmoniegespräch gibt nach dieser einen Übernachtungssequenz. Und irgendwie finde ich hier gerade nichts. Ich gucke mal eben ganz kurz, weil das ja eventuell auch daran liegen kann, dass das nur zu bestimmten Uhrzeiten möglich ist, aber... Oh, ich hätte es schon schön gefunden, wenn es jetzt hier irgendwas gegeben hätte, weil das habe ich ja normalerweise über diese Map hier gesehen, die ich jetzt gerade offen habe, ne? Das ist ja schade. Aber es wurde auch nicht weiter eingegrenzt, meine ich. Also, ich weiß auch nicht, wie weit die Gewässer gehen. Ich versuche mich mal nochmal ein bisschen weiter in diese Richtung zu bewegen, weil irgendwie ist die Karte so komisch gestückelt. Vielleicht finde ich ja was im nächsten Abschnitt. Warte mal, ich habe jetzt hier... Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon mal hinkam, weil eigentlich sind die Anforderungen jetzt gar nicht so krass. Hä, hey, aber stand ich hier nicht schon mal und habe festgestellt, dass ich hier nicht weiterkomme? Warum geht denn das jetzt auf einmal? Weil da oben ist jetzt ein Harmoniegespräch. Ich habe jetzt übrigens zwei Wasserkraner unterwegs noch aus dem Weg geräumt, die mich bei meiner Suche gestört haben. So, aber warte mal, das würde ich dann jetzt ganz gerne nochmal ausprobieren. Denn mir fehlt jetzt nur Wind. Warte mal, die Sprungkraft, die kam nicht von Parzival, würde ich mal behaupten. Wenn ich jetzt aber Nadeshiko mit reinbringe, dann sollten wir uns jetzt von hier aus wahrscheinlich nach oben katapultieren können. Und da wird dann wahrscheinlich das Harmoniegespräch auf mich warten. Auf uns warten, es sei denn, ihr schaltet jetzt ab, weil ihr sagt, Harmoniegespräch, langweiligster Shit ever, guck ich mir nicht an, tschüss, zack, Fenster zu. Aber das, gucken wir... Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auch das ist, was die Charaktere damals angesprochen hatten, aber auf jeden Fall ein neues Harmoniegespräch, das ist erstmal gut. Thanks to Tora becoming driver that Tora come to this place. Blades and drivers most best ever! Oh, that remind Tora. Rex, Nia, Tora need little consultation. A consultation? With us? Tora have big problem right now. Recently, Tora finally realized... Tora is not very useful in battle. Oh. Why friends silent? We're just a bit surprised. I mean, I just never really took you for the self-assessing type. Ah, too cruel. Nah, I mean, you fight just fine, Tora. Poppy deserve all the credit. She pass weapon and do all the things so Tora can fight like real driver. Tora sometimes think if he remove program of Poppy, Poppy fighting alone would be most efficient. Seriously? Whoa, you go, girl. That why Tora just feel like small furry ball and chain. Well,
I wouldn't go that far. Anyway, Tora wonder if there any point to Tora still being driver. Maybe it better for everyone if Tora retire and assume supervisor duty on sideline? No, Tora. Nia, what do you think? Erstmal muss ich aufstoßen. Ja, ich weiß nicht, wie den kleinen Mann jetzt aufmuntern. Warum macht er sich denn plötzlich so fertig? Aber ich glaube, das könnte tatsächlich das Harmoniegespräch sein, weil Tora war auch derjenige, der uns, glaube ich, damals auf diesen Harmoniepunkt hier angesprochen hat. Warum wolltest du ein Meister werden? Was ist für einen Meister das Wichtigste? Boah, schwierig. Es klingt beides so richtig. Ich würde eigentlich das untere nehmen, weil ich finde, das erleichtert die Überleitung, die dann darauf so ein bisschen abzielen könnte, dass er für sich auch erkennt, hey, darauf kommt es an und das bringe ich ja mit. Und also Bauchgefühl sagt das untere, deswegen nehme ich das. What's the most important thing for a driver? Oh, Tora been thinking about that a lot. Love towards Blade is important. Love. Not an answer I was expecting. Tora observe and Tora analyze. And Tora note, all drivers have love for their blades. Example, Rex Rex love Pyra and Nia love Dromark. I love Pyra. Rex loves Pyra. Love that Tora feel for Poppy is also unsurpassed thing. But just because Tora have love, not mean Tora can necessarily be driver. Yeah, but still. Hang on, Rex. We're getting bogged down here. Can we just straight up ask Poppy and be done with this? That's a great idea. Let's get Poppy here. Hey, Poppy. What would you do if Tora said he wanted to quit being a driver? Poppy probably break down in tears, is what? Oh, meh, 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 meh. Tora worked to be best driver he can. Well, that was pretty easy. I've just got no patience for this sort of non-problem. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass Nia da so wenig Verständnis für mitbringt. Also, weiß ich nicht. Ich meine, es ist ungerechtfertigt, auch in meinen Augen, dass er sich da solche Gedanken macht. Aber, naja, weiß ich nicht. Na gut, dann hätten wir das, liebe Leute. Dann habe ich wahrscheinlich das Harmoniegespräch gefunden, was ich haben wollte. Beobachtungsgabe. Okay, ich glaube, bevor ich den nächsten Part dann aufnehme, werde ich mal gucken, ob ich Beobachtungsgabe hier irgendwie noch reingebaut kriege. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, heute ein bisschen Überlänge. Ich nehme jetzt fast eine Stunde auf, aber das ist okay, weil wir heute viele Kleinigkeiten gemacht haben, die ich noch auf der Agenda hatte. Und beim nächsten Mal geht es definitiv nach Garfond, ne? Also das war heute wieder ein bisschen optional. Beim nächsten Mal machen wir wieder ein bisschen Hauptstory. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Einschalten heute wieder mal. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!